Anfang Raja 1030 nach Bosbarans Fall. Zeit ist vergangen. Seit fast 2 Jahren liegt die Wildermark brach. Was im Jahr des Feuers begann, wurde nie beendet. Dapathien ist ein Kriegsschauplatz und die Kaiserin hat andere Dinge zu tun. Herren von eigenen Gnaden wirren durchs Land und verwüsten Dörfer und Städte. Ihr habt euch als Helden eingefunden und wollt helfen, wo es nur geht, doch es ist schlicht zu viel. Werheim ist eine gefallene Bastion der Asche und Geister. Leomar vom Berg, der Reichsverräter, hält die Stadt und hat sie für die Söldner jeder Couleur interessant gemacht. Von hier aus beginnen zahlreiche Heldensagen, so auch eure. Wir befinden uns in der Taverne Höhle des Löwen und so beginnen wir. Ardo, bitte von dir eine Beschreibung. Ja, der durchschnittlich aussehende Mann, wie immer. Grüne Augen, normal muskulös, wie ein Soldat gebaut, also nicht allzu schwächlich. Trägt einen Anderthalbhänder auf dem Rücken, eine Hündin sitzt neben ihm auf dem Kopf, krault. Er selbst trägt ganz normale Söldnerkleidung, also nichts, was sonderlich auffällig wäre. Und daneben Darian von Falkenstein. Ja, Darian ist eine Person, so Mitte 20 würde man wahrscheinlich zuordnen. Schulterlange, blonde, dunkelblonde Haare, grüne Augen und auch einen gestutzten Vollbart trägt er. Er ist in durchaus edle Kleidung gehüllt, hat auch einen Wappenrock, auf dem ein schwarzer Falke auf einem Berg sitzt. Und das Ganze ist auf einem grünen Grund, eindeutig adliger auch zu erkennen. Er hat einen Anderthalbhänder aber an der Seite, wobei der vermutlich gerade, wenn man schon am Tisch sitzt, am Tisch angelehnt liegt. Auch ein Kettenhemd hat er noch an. Und die Plattenarme wird er wahrscheinlich schon abgelegt haben. Dazu noch rechte Reitstiefel. Ein typischer Adliger aus Garad, also aus dem Kaiserreich halt. An dem Tisch oder in der Taverne sitzt auch ein Magier. Offensichtlich Magier. Trägt ein relativ ungewöhnliches sechseckiges Magiersiegel auf der Stirn in leichten Blautönen. Ist für einen Tulamiden relativ vom Teint her hell. Fast blonde Haare. Ein Magierstab aus einem hellen Holz ist neben ihn gelehnt. Hat eine einfache Kleidung, nicht besonders großartig verziert. Ein wäre Kordel um den Gürtel, fast schon wie eine Mönchskutte. Geländefeste, hochwertige Stiefel und ja, neben ihm eine bis zum Bersten vollgestopfte Tasche. Runga. Runga, ein etwa Anfang 30 Jahre alter Mann, der knapp über 2 Schritt groß sind. Von seinen Gesichtszügen und vor allem von der Größe her könnte man ihn mit einem Torwaller assoziieren. Er hat grau-weißes, zurückgekämmtes Haar, das etwa bis zu den Schultern reicht. Alte Wunde, die in Form einer Narbe über sein linkes Auge zeigt. Seinem Waffengurt ist ein 7 Spann langes Schwert mit verziertem Griff befestigt. Er hat hinterm Rucksack befestigt 3 Speere mit steinerner Spitze, ziemlich kurz, wahrscheinlich Wurfspeere. Und unter einem leinenen Brusttuch sind einzelne Kettenglieder zu erkennen, die hervorscheinen und das Kettenhemd darunter zu erahnen. Gleich daneben eine Person, die in dieser Stadt doch mit am meisten auffällt, Ritter Travigor. Ritter Travigor von Wandlet ist ganz klar, ganz schnell erkennbar als Ritter des Heim- und Herdfeuers zu Romulus. Er sitzt mit stolz geschwellter Brust, strahlend neben euch. Strahlend ist auch seine Kleidung, der orange Mantel, der Wappenrock, der gut gepflegte Kettenmantel. Er hat neben sich gut in Sichtweite seinen Sturmhelm mit angeschraubter Gans obendrauf gestellt, hat eine Topffrisur und trägt Schild und Schwert und einen Anderthalbhänder an der
an der Scheide ein Tuch, damit sich da niemand verletzt. Ja, so seht ihr euch ein bisschen um in der Taverne, die euch als Söldner-Taverne gewiesen worden ist, aber die Stadt selber, die Ruinenstadt Werm, hat ein desaströses, niederschmetterndes Bild geboten, die euch, während ihr dann reingekommen seid aus dem Südtor, aus den friedlichen Regionen, dann es ist einfach, ihr betrachtet die Gebäude oder hattet die Gebäude betrachtet, die durch das Magnum Opus von Galotta dann zerstört worden sind, durch die Lavaströme, die Erdbeben, die Sporen in der Stadt und ja, vielleicht auch der ein oder andere, der dabei war, als sie in einem lodernden Leuchten wieder eingenommen worden ist. Aber bis auf die eisernen Mauern steht hier wohl kaum ein Stein mehr auf dem anderen und zahlreiche Kreaturen, die auch im Inneren, vor allem in der Nacht, noch umhergeistern. So betrachtet ihr das Söldnerpack vor euch, neben euch, um euch herum. Es gibt natürlich zwei, drei Schlägereien, die ausgebrochen sind an verschiedenen Feuern hier im Inneren. Die Werhammer Löwen, die als Söldner verschrien sind und euch auch wohl bekannt, die einen besonders schlechten Ruf legen, aber ja gut, draußen auf dem Söldnermarkt kann man sie finden, hier drin findet man sie und ja. Ob ihr euch wirklich an die klebrigen Tische setzen wollt, wisst ihr nicht, aber hier soll es wohl Aufträge geben und tatsächlich könnt ihr auch verschiedene Kriegsherren erkennen, die hier wohl den einen oder anderen suchen. So wird danach gegiert, dass man eine große Gruppe Drachenjäger in Richtung von Nordenheim schickt, Richtung Bukboronia, wohl jetzt mittlerweile eine Drachenreiterin gesichtet worden ist, ein Nekromant, der in zwei Mühlen sitzt und Answin der Jüngere, der in Burggraben und ganz in der Nähe von ihr sitzt und auch als Kriegsfürst gilt, der wohl gestürzt werden soll, weil er seinen Onkel bzw. auch seinen Großvater weiter hochhält. Ardo, alter Freund, habe ich euch schon gesagt, wie froh ich bin, euch wiederzusehen. Ich würde euch erinnern, ihr, an mich bestimmt, ihr wart ja damals mein Schildträger. Ganz genau. Es tut wirklich gut, euch wiederzusehen. Wie ist es euch ergangen? Ach, mir ist es gut ergangen. Die ein oder andere Jungfrau, die gerettet werden musste. Ich war kurz in Romilis noch, um anderen Heldentaten nachzugehen, da nach den Rechten zu sehen. Doch jetzt bin ich wieder hier, weil es hier natürlich noch viel zu tun gibt für unsergleichen, nicht wahr? Ja, immer diese Jungfrauen. Man kann sich gar nicht vor denen retten, so viele sind es. Richtig, richtig. Da muss man vorsichtig sein. Bei Travia. Ist die Kanalisation von Romilis wieder gesäubert worden? Dort habe ich mich nicht unbedingt aufgehalten, muss ich zugeben. Ich denke, sie ist so sauber, wie sie sein kann. Oder meint ihr da F? Nein, ich meine nicht die Fäkalien. Da gab es einen Vorfall, richtig? Könnt ihr mir nochmal erzählen, was da genau passiert ist? Ich muss das wohl in Burgen und Schlössern verbracht haben. Aber, Travigor, darf ich euch erstmal euren Gesprächspartner vorstellen? Das ist übrigens Kasim. Ah, es ist mir eine Ehre. Kasim neigt einfach den Kopf. Ihr beide wisst es nicht, aber ihr hattet das Vergnügen, mit derselben Person Bekanntschaft zu machen. Also abgesehen von mir, meine ich. Tatsächlich? Albuin. Der Herr Raios Geweihte, wo uns ein kleines Unglück unterlaufen ist und naja, die Sachen sind aus den Ruder geraten. Den habt ihr also auch getroffen, Herr Kasim? Da bin ich mir nicht so sicher. Wart ihr es nicht, der bei der Moorburg dabei war? Doch, in der Tat. Aber ich hörte Berichte, dass im Kampf gegen den Schwarzen Drachen ebenfalls ein Albuin gefallen sei. Monate vor der Moorburg. Stimmt. Ardo, du bekommst eine kräftige Hand auf deine linke Schulter gesetzt. Wir kennen uns doch, mein Freund. Ja, Rongard, hatte ich ganz vergessen. Entschuldige. Ich war so glücklich, Travigor wiederzusehen, da habe ich dich ganz übersehen. Ich habe dich gerade durch die Taverne gesehen und dachte, irgendwoher kenne ich dich, aber wir haben uns zusammen diesem Stier stellen wollen. Ah ja,
Der Chimärenmeister, ich erinnere mich. Chimären? Ja. Ist der immer noch da? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich hätte in diesem Stier ja gerne das Handwerk gelegt und diesen Magus gleich mit. Aber unsere Magiern hat er ja was dagegen. Dieser Kodex oder was sie auch immer sagte. Ja. Entschuldigt, das sind mehr Richtlinien als Regeln. Entschuldigt die Störung. Wir kennen uns nicht und ich wollte auch gar nicht lauschen. Aber das, was ihr dort erzählt, das hört sich doch sehr spannend an. Mein Name ist Darian von Falkenstein und ich wollte fragen, ob ich mich zu euch setzen darf. Na, immer her doch. Ado Wehrheimer, mein Name. Das natürlich der Herr Travigau von Wandlet. Ihr seht aus wie ein Mann des Adels. Das ist durchaus richtig. Ich bin der Erbe der Baronie Falkenstein. Es freut mich, eure Bekanntschaft machen. Ihr seht aus wie ein Gänseritter, nicht? Nun, wir nennen uns gerne Ritter des Heim- und Herdfeuers zu Romendes. Gänseritter, werden wir auch genannt, aber... Es tut mir leid, die Zeit bei dem Herr hat mich wohl etwas dabei geprägt. Wir bemühen uns, an unserem Ruf zu arbeiten. Ich habe auf jeden Fall nur Gutes von eurem Orden gehört, wenn es darum geht. So eine fette Gans würde ich mir auch mal wieder gerne reinstopfen. Also, ich guck mal kurz rüber zu dir. Ja, einer von den Wärmer Löwen. Also, ihr merkt schon, da ist doch einiges zu tun und genau deshalb bin ich ja hier, um den Ruf der Herrin Travia weiterhin zu verbessern. Ich glaube ja nicht, dass ihr mehr wert seid als wir. Nur weil ihr adliges Gesock seid oder Geweihte oder Magier. Erzählt nichts darauf. Und warum solltet ihr besser sein als wir oder gleichwertig? Ja, gleichwertig. Steht hier, wir machen keinen Unterschied zwischen den Söldnern. Ihr bekommt jeder das Gleiche. Der Herr... Nun, ihr wollt auch hier keinen Streit anzetteln in einem Schrein der Travia, sag ich mal, in einer Taverne. Also, das solltet ihr doch lieber auf der Straße austragen und erst recht nicht mit so hochgestellten Personen, wie es hier anwesend sind. Warum denn nicht? Nun, das ziemt sich nicht. Das könnte Traviger böse enden. Was sich ziemt, ist, glaube ich, in dieser Stadt relativ egal. Traviger immer mit der Ruhe, lass ihn einfach. Die Löwen einfach ignorieren. Knoten dreht sich wahrscheinlich recht, Ardo. Ich weiß nicht. Ich ruf mal zum Schankfeld rüber, also heb mal die Hand. Ja, du kannst sehen, wie nach kurzer Zeit wohl ein Knabe an dich herantritt und sich dann vor dir verbeugt. Ja, was kann ich für euch tun? Möchtet ihr eine Runde für die Herren von den Waldlöwen dort? Wer haben wir Löwen bis? Ja, die. Er hält die Hand auf. Das Geld. Nickt und geht wieder weg. So. Das hättet ihr nicht tun müssen. Nein. Das hat ein Problem gelöst. Womit haben sie das verdient, sie für dieses Verhalten auch noch zu belohnen? Ach, es wird einfach nur meine Ruhe von den Idioten. Also ich finde es löblich, dass ihr das getan habt, Ado. Ich merke schon, trotz meiner Abwesenheit hat es doch sehr auf euch abgefärbt, mein Schildträger gewesen zu sein. Bestimmt. Ja, als leuchtendes Vorbild geht ihr voran. Hab Dank. Ado. Warum hast du seinen Schild getragen? Du, ein Schildträger. Du kannst auch gut mit der Klinge umgehen. Frag nicht. Ich wollte ihn nicht tragen. Das hört sich aber spannend an, muss ich zugeben. Es ist nicht nur eine Ehre tatsächlich, sondern auch eine Bürde. Aber die hat er gut gemeistert. Also er hat nicht wirklich mein Schild getragen, aber im übertragenen Sinne.
Jetzt kann ich mich immerhin Schildträger nennen. Das ist doch schon mal was wert. Mit einem Knallen springt die hölzerne Tür auf und ihr könnt sehen, wie mehrere Personen reingehumpelt kommen. Eine davon wohl definitiv in grüner Robe und ein bisschen Gold, eine orange Schärpe mit goldener Ehre. Definitiv Hesindegeweihte oder Drakoniter. Wir brauchen einen Heiler. Heilare, im Namen aller Heiligen, wir haben Verletzte. Humpeln mehrere Personen rein. Nicht alles Hesindegeweihte oder Drakoniter, aber viele. Und eine große Anzahl von Soldaten, so dass nach und nach 10 Leute reinkommen. Ihr könnt erkennen, wie wohl einige blutige Beinwunden, Armwunden, in einigen stecken wohl immer noch Pfeile drin. Also, die haben wohl vor kurzer Zeit gekämpft. Ich kipp mein Bier weg und schau, wie ich helfen kann. Hier, sehr gut, sehr gut. Versteht ihr euch aufs Heilen? Naja. Schnitte und Brüche. Mhm. Purothea Schlangentochter hast du auch schon kennengelernt. Das ein oder andere Mal in einer der Tavernen, wohl aber nicht hier in Werheim. Jetzt aber erkennst du sie wieder, die Schlangenhexe, die Hochgeweihte, das SOD. Hier, kümmert euch um ihn. Purothea. Er ist am meisten verwundet. Ah, okay, Ardo, ja. Kümmert euch um ihn. Was ist passiert? Mir die Wunden an. Ich glaube, das Problem ist, dass da ein Pfeil in der Schulter steckt. Ja, das ist richtig, aber wir müssen ihn rauskriegen und ich habe nur 2 Hände. Kümmert euch drum oder lasst es bleiben. Ronga, pack mal wieder an hier. Ja, der muss raus. Ich halte ihn fest, du ziehst den Pfeil raus. Nein, drücken und dann ziehen. Drücken, dann ziehen? Ja, und jetzt ein bisschen drehen. Na dann, wenn du es sagst, und Ronga packt den Pfeil einmal, dreht einmal und zieht. Ja, ihr könnt gerne einmal Heilkunde Wunden oder Anatomie würfeln, wenn ihr tatsächlich professionell helfen mögt. Definitiv könnte es dazu kommen, Ardo dreht noch so ein bisschen den Pfeil in der Wunde, leider in die falsche Richtung, und mit einem Schrei wird er dann eben auch aus dem Körper des Soldaten herausgedrückt, geschoben. Das tut mir leid. Das ist ja nicht mit anzusehen, geht zur Seite. Ich hab's tatsächlich plus minus 0 geschafft. Ich wollte meinen Wert auf 9 hochsetzen, hab versehentlich gewürfelt. Ah, okay. Kasim ist aufgestiegen, aufgestanden zu den Leuten hin, macht aber keine Anstalten, sich da irgendwie abzuknien und den Leuten zu helfen. Ja, es gibt ein schmatzendes Geräusch, als Darian den Knochen, der rausragt, wohl wieder zurück an die Stelle schieben will. Und er dann wohl auch im Inneren verschwindet, aber ob er an der Stelle wieder anheilt, ihr wisst es nicht genau. Schnell noch irgendwelche Mullbinden drumherum, die dann gereicht werden von der Sinnegeweihten. Hoffentlich hilft das. Aber die Soldaten liegen mittlerweile auf dem schmierigen Boden der Taverne und stöhnen. Gibt es da denn jemand, der an der Schwelle des Todes ist? Du erkennst eine Torwallerin, die eine große, dicke Platzwunde auf der Stirn hat, die wohl auch bis auf den Knochen gegangen ist. Ui. Ich verkünde dann lautstark, ich habe tatsächlich einen Heiltrank und ich werde ihn jetzt selbstlos einsetzen. Ich halte ihn in die Höhe. Macht man den auf die Wunde oder flößt man den einfach in den Mund? Einfach in den Mund. Ach ja. Jetzt kippt ihn rein. Pass auf, dass sie sich nicht verschluckt. Ja, weil könnt ihr wohl sehen, wie die Waldlöwen immer noch am Tisch sitzen und die Getränke bekommen haben, die von Ardo spendiert worden sind, sodass sie die jetzt in die Höhle halten und prosten, sich wohl nicht um die Verletzten kümmern. Auch wenn es Sindegeweihte oder Soldaten sind, das scheint sie nicht zu interessieren. Genau, Sinn geht mal auf Purothea Schlangentochter zu. Aber so. Genau deshalb sind wir was Besseres als die. Mhm. Wahrscheinlich sind sie getrunken. Danke für eure Hilfe. Sie schaut so ein bisschen auf die jetzt am Boden liegenden Soldaten mit einem nicht begeisterten Blick. Und dann auf euch. Danke für eure Hilfe. Ich weiß das jetzt zu schätzen, dass ihr euch bemüht habt. Wie ist das passiert? Wir waren auf dem Weg eigentlich nach Eslamsgrot zur Heimsnacht. Wir wurden überfallen. Nicht nur diese Schurken. Sie haben einen Überfall auf Götterdiener gewagt. Schrecken vor dem Zeichen unserer Pilgerfahrt auch nicht zurück. Also mit dem Ende der Ordnung der Parzien geht ein unsäglich moralischer Verfall einher. Aber das ist ja nichts Neues. Wir wollten diese Bande ausschalten. Irgendwie... Nun, wir wurden angegriffen und haben uns verteidigt. Wir konnten jemanden von ihnen erschlagen und sind geflohen.
Das ist ungeheuerlich anzuhören. Wollten Sie euch ausrauben oder hattet ihr etwas Wichtiges dabei, was Sie mitnehmen konnten? Nun, wir hatten Steuergelder, die wir eigentlich spenden wollten im Namen des Barons, beziehungsweise der Kirche dann in Eslabs Gruppe in der Heimesnacht übergeben wollten. Vielleicht hatten sie es darauf abgesehen, aber nachdem wir sie zurückgeschlagen haben und zumindest einen von ihnen getötet haben, sind wir, sie haben den Kampf abgebrochen. Vielleicht waren wir zu stark bewaffnet, aber sie schrecken zumindest nicht davor zurück, uns zu zehnt anzugreifen. Im Hinterhalt lagen sie. Das heißt, sie wussten, dass ihr kommt. Nun, wo genau war das? Auf der Straße. Vielleicht wussten sie auch nur, dass irgendwer kommt. Nun, einerlei, aber irgendwo bei Renzraft war das. Nun, sie hatten ein Zeichen auf ihrer Brust, was mich umso mehr schockiert. Eine große Schlange mit einem blauen Wappen, einem blauen Wappengrund. Mit Fünkchen? Sie führten das Zeichen der Hesinde in ihrem Wappen. Ja, genau. Mit einigen Pünktchen. Ihr versteht euch auf Heraldik? Das kenne ich doch nicht. Bei aller Bescheidenheit. Wir sind schon etwas rumgekommen. Und Ardor, könnt ihr euch noch erinnern? Da waren doch die das Wappen gefälscht haben. Wisst ihr so, was du sagst, ja. Das war eine ganz schreckliche Fälschung. Von wo war das nochmal? War das nicht? Ich fällt jetzt nicht mehr ein. Nun, wenn ihr schon mit diesen Banditen umgegangen seid, dann würde ich euch bitten, dass ihr euch dem Ganzen annehmt. Sucht am besten nach Spuren von ihnen und kümmert euch um sie. Fangt am besten bei dem Toten an, den wir dort zurückgelassen haben. Vielleicht ist das die beste Idee. Werdet ihr sicherlich schnell finden, wenn ihr auf der Straße entlang geht. Renzraft, wo ist das? Ist das weit von hier? Da, die... Die Reichstraße entlang. Einfach der Reichstraße entlang, da kommt es hin. Vermutlich nicht so weit, da die Toten nicht ausgeblutet sind seitdem. Natürlich, dann... Wir nehmen uns der Sache an. Nun, wir hatten natürlich... Nun gut, tut, was ihr könnt und im Namen der Kirche... Ardo, ich weiß, dass ihr ja bereits viele, viele Dinge, Aufträge in der Wildermark erledigt habt, dann... Kümmert euch um sie. Einer mehr oder weniger schadet da nicht. Möchtet ihr einen lebend haben zum Befragen? Findet auf alle Fälle heraus, warum sie, wenn eure Eindrücke stimmen, warum sie dieses Wappen gefälscht haben und welche hinterhältige Motivation dahinter steckt. Es kann nicht sein, dass, nun, wenn es tatsächlich gefälscht ist, dass sie einen anderen Adligen in schlechtes Licht führen. Nun, ich denke doch, habt keine Angst, dafür sind wir doch hier. Und ihr konntet euch bereits von unserer Kampfkraft überzeugen. Und außerdem haben wir jetzt noch, so wie es aussieht, einen geschulten Magus dabei. Darian, wollt ihr uns auch begleiten? Natürlich. Ich denke, es würde sich vielleicht anbieten. Ich bin zwar als Ritter des Heim- und Herdfeuers hoch angesehen, doch manchmal hilft es, einen tatsächlichen Adeligen dabei zu haben. Es steht nicht zur Debatte, ob dass ich mitkomme oder nicht. Es geht hierbei vielleicht, wie vermutet, darum, dass ein anderer Adeliger hier mit Schwierigkeiten geraten könnte. Dadurch, dass jemand sein Wappen stiehlt, das kann ich so nicht lassen. Ebenfalls wurde die Kirche angegriffen. Kann man auch nicht so stehen lassen. Es ist absolut klar, dass wir uns darum kümmern werden. Genau, dann würde ich sagen, essen wir noch und dann geht's los. Sehr wohl. Das ist der Plan. Mein Pferd muss sowieso noch sattelt werden. Ich hau mal runter. Fang schon mal an. Kasim geht zu Purutea. Gibt es irgendwelche Anzeichen für widernatürliche Machenschaften bei der Sache? Nun, es ging alles so schnell. Ich verstehe mich zwar auf den Kampf, aber einen Hinterhalt, das erlebe ich nun wirklich nicht alle Tage. Vor allem, weil wir offen als Geweihte gereist sind.
Seht mich an, grüne Robe, goldene Schärpe, eine Ehre, drei Schwesternorden. Absoluter Frevel. Nun, darum ob etwas, es gab keine Dämonen, wenn ihr das meint. Keine Dämonen und ich habe auch keine Magie oder so etwas mitbekommen. Vor allem viele gut. Armbrustbolzen. Gut, das ist gut. Das macht die Sache einfacher und zu potenziell keinem Alvarans-Kommando. Nun, dann ist die Götter mit euch und viel Erfolg. Ich sorge dafür, dass wir genug Schnaps auf der Reise haben. Wer möchte noch irgendwas? Ja, ich nehme was mit für mich. Gut, super. Ich gehe noch zum Schankwirt und lass mir dann meinen eigenen Schlauch voller Schnaps füllen. Und falls sie noch ein paar Tonflaschen haben, nehme ich die mit, sodass ich auf 2 Liter Schnaps sicher komme. Seid ihr sicher, dass ihr das vertragt? Wer armer Löwen, bist selbst gebrannt. Das wahre Zeug. Und ich probiert, werde ich. Und vertragen tue ich's. Mir egal, vorsichtig mit solange ihr bezahlt. Ich bezahle das, das ist keine Sache. Wie viel braucht ihr? Na, wenn ihr jetzt 2 Liter mitnehmen wollt, dann werden das 2 Dukaten, mein Herr. Kein Problem. Ja, so könnt ihr eure Schläuche mit dem nötigen füllen. Könnt noch einmal essen und eure Vorräte aufstocken und seid dann potenziell abfahrbereit, beziehungsweise könntet gehen, wie auch immer ihr unterwegs seid, wo auch immer ihr eure Pferde gelassen habt, wenn ihr denn welche habt, sodass ihr dann irgendwann vor der Taverne steht und noch einmal in die zerstörten Trümmern aus Staub die unbewohnten Ruinen blickt. Bei dem Anblick auf die geschmolzenen Mauern und das allgemein verheerte Wehrheim kann man bei Kasim wahrscheinlich so das erste Mal so eine Art Gefühlsregung im Gesicht sehen. Könnte fast sowas wie Trauer sein. Ich spucke einmal auf das geschmolzene Stein. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber meint wirklich so, als ob. Ich habe mir gehört, was hier in der Stadt passiert ist, aber das mit eigenen Augen zu sehen. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben es gespürt. War dabei? Nein. Ich war zu Hause. Zu diesem Zeitpunkt. Hunderte Meilen entfernt, aber. Die Erschütterung hat man durch die Sphären wahrgenommen. Den meisten war klar, dass jemand etwas Unverzeihliches getan hat. Ich war dabei. Man nickt ihm einmal zu. So, auf geht's.